Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Visage, und zwar zur allerersten Folge davon. Das wird mein erstes Blind Let's Play, das heißt, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Und ja, ich werde mich jetzt quasi total unbeholfen hier hereinstürzen. Ich versuche es erstmal mit dem Controller. Ich habe jetzt in den Optionen geschaut, für Controller ist aktuell da Early Access noch keine Steuerung implementiert. Aber ich versuche es mal, ansonsten nehme ich halt ganz natürlich die PC, Maus und Tastatur. Worum geht es bei Visage? Ist ein psychisches Horrorspiel, heißt, es soll jetzt nicht so Jumpscares oder irgendwas Abschlachten von Wesen sein, sondern eher Forschung und Gefühl. Gut, schauen wir einfach mal, wie es aussieht. Gut, A funktioniert schon mal, wunderbar. So, Spiel nehmen wir auf der höchsten Auflösung und lädt schnell. Ich hatte beim Runterladen übersehen, dass das wahrscheinlich ab 18 ist. Gut, Memo an mich. 18er Altersbeschränkung einfügen. Na, lecker. Okay, ich glaube, es geht los. Ja. Yeah. Was haben wir denn hier? Heilige Statue. Kann man irgendwie interagieren? Mal testen. Gut, entweder liegt es daran, dass das für den Controller nicht implementiert ist. Ah, okay, das ist das Menü. Grundlegende Steuerung. Oh, ja, yeah, hier steht es für den Controller. Okay. Gehen, rennen, ducken, Handwechsel, interagieren ist RT, okay. Gut. Gut, gut, gut. Aha, Wasser für alle, die sich mit Parapsychologie auskennen. Das ist meist in der Regel das Parapsychologische.
Oh, hier hat man es also auch nochmal, das ist ja. Verschlossen, du brauchst Garagenschlüssel. Ich bin da gerade rausgekommen. Okay. Gut. Runter oder hoch? Runter. Hier können Ketten aufgestellt werden, okay. Machen wir das, was wir spielen wollen und gehen ran. Komm, sind wir nett. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor. I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Okay, seit 3 Wochen waren wir jetzt nicht mehr draußen, sagt unsere Nachbarin. Wir können aber hier auch nichts wählen oder so. Gut. Ach, das ist Licht an schon. Ich finde Licht an eigentlich besser, ne? Okay, das macht da ein bisschen Licht und das hier. Gut. Interagier mit der Heizung. Was ist das? Ach, das sind Vorhänge. Draußen regnet's. Okay. Irgendwie hänge ich fest. So kam ich wieder raus. Was haben wir hier? Obladen? Kerzen? Was ist das? Ja, man kann Kerzen aufstellen, okay. Okay. Ich glaube, das noch nicht so ganz mit der Steuerung, wie ich mir das wünsche. Ah, okay. Links aufheben, rechts aufheben. Weiter drehen. Ah, okay. Kann sich genau anschauen. Gut, wenn wir irgendwann Wasser brauchen und so, können wir es irgendwie in unser Inventar vielleicht packen? Es gibt ja ein Inventar. Untersuchen. Naja, das haben wir gerade schon gemacht, da gibt es nichts zu sehen. Hoppla. Na gut. Nichts auf dem Boden. So, weiter trainieren, heilen lassen, untersuchen. Stellen wir jetzt noch ein bisschen ordentlich ab. Was haben wir denn noch? So, ein paar Bücher. Also wirklich hell ist es hier nicht. Trotz Licht. So. Okay. Gibt's hier irgendwas Spannendes? 9.
Die war eigentlich rennen. Das war ducken, okay. Was ist rennen? So. Schauen wir noch schnell ins Menü rein. Das war wirklich rennen. Ach du Schande. Boah. Also wenn ich so vor irgendwas wegrennen muss, da sehe ich für uns aber echt das Problem. Da ist was, aber ich kann es nicht untersuchen. Okay, anscheinend nicht wichtig. Hier kann man wieder Kerzen abstellen. Was ist das daneben? Du hast eine Dose. Hab ich keine Verwendung für. Das könnten wir lagern, okay. Steht nichts drauf. Naja, lagern wir es mal. Achso, lagern heißt, ich werde abstellen. Okay. Gut. Ich habe da irgendwie unten links ein rotes Gehirn abgebildet. Anscheinend ist gerade irgendwas passiert, was mir entgangen ist. Ja, das ist ein Kind. Mit einem Seil. Sonst noch nichts Besonderes. Die Briefe können wir ja scheinbar nicht lesen. Schade eigentlich. Okay. Ich bin hier gerade in einer Art Escape Room. Auf Horrorbasis. Boah. Es ist ja so dunkel. Hier wird zu sein. Das klemmt, naja gut. Ich hab's gedacht verschlossen, aber. Die Aktion kann ich derzeit nicht durchführen. Na gut. Ich erkenne nicht mal, was ich jetzt sehen kann. Hier ist irgendwas. Diese Inhalte stehen der. Ah, okay. Das ist noch Early Access. Das ist für später dann gedacht. Ah, das war das Zeichen. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Und dann wird der Verstand des Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf den Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Okay, das heißt, wir waren vor uns kurz wahnsinnig. Problem ist, ich sehe eh nicht viel. Dabei scheint die Sonne draußen zwar, aber nicht so her hier rein. Okay. Das Problem ist, überall wo man Licht macht, weiß man, aha, es wird irgendeine Szene kommen, wo es auch wieder ausgeht. Hier konnte ich gerade irgendwo interagieren anscheinend, aber. Ja, so ist es vorgestellt. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt vom Zustand deines Verstandes ab. Okay. Halten, Glühbirnen reparieren, habe ich nicht. Okay. Verschlossen. Mein Verstand nimmt rapide ab, okay, dann.
Today, the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees, and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen so towels out hier, and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us, and we're going to have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. Family. Das klemmt. Ein Wandschrank? Ja. Okay. Wie Sie sehen Sie nichts. Ja, ich nehme auch schon dazu. Das stört mich ein bisschen. Okay. Hier das Spiel von uns versucht, uns wegzulocken. Irgendwas an. Achso. Klar, wenn die Glühbirne fehlt, kann ich an- und ausschalten, nicht lustig bin, das bringt nicht viel. Ist natürlich jetzt noch die Frage, ob das Spiel an bestimmten Stellen selber speichert. So, was haben wir denn hier? Okay. Familie mit Kind verkleidet. Zwei Kinder und die Mutti. Das Hochzeitsfoto mit zwei Frauen? Nee. Rechts die Frau, links ist irgendwie anders. Eine Glühbirne. Kaputter Leuchter, Lampe zu reparieren. Genau, das hattet ihr vorhin schon erwähnt. Kann ich das nicht in mein Inventar packen? Ja, okay, wir machen es einfach mal. Ist gut, sie kann durch eine. Ja. Ach so, falsche Taste. Okay. Ah, Achievement. Auch das ist im Early Access noch nicht verfügbar. Okay. Tür Nummer 2. So ein bisschen Landschaft, aber die stehen automatisch im Hintergrund. Soll also auch nicht wichtig sein. Man braucht hier den Kellerschlüssel. Okay. Ja, das hat was. Okay, okay, okay. Wir wissen jetzt noch nicht so viel. Kann nicht wirklich viel erkennen. Liebendes Ehepaar. Oh, das ist so passend, um Angst zu kriegen. Gut. Was haben wir hier? Wir können wieder Kerzen aufstellen. Was? Aha. Ella Toravani. Ja, gibt hier nicht viel zu sehen. Boah, Klopapier! Das ist auch paranormal. Wir haben so viel Klopapier. Okay. Okay, ich glaube, das war ich selber gerade. Gut, man kann sich hier wirklich anscheinend alles Mögliche anschauen. Ich bezweifle, dass das meiste wichtig ist. Weil man sieht hier haufenweise Sachen, die erst für Frauen sind. Gut, das gerade nicht. Und das hier ist ja eher so typisch frautechnisch. Okay,
Okay, ist gerade wieder irgendwas passiert. Ja gut, Q-Tips. Steckdosen. Rasierer und blaue Pillen. Mhm. Ich kann den greifen. Ah, das ist... Okay, alles klar. So, Hygieneprodukte, wer hätte es erwartet? Okay. Das ist doch interessant. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um wieder gerade zu rücken. Okay. Halten, untersuchen, verwenden. Kann ich die nicht irgendwie in mein Inventar packen? LT Linkslager aufnehmen, Rechtslager. Ja, so habe ich mir das doch gewünscht. Gut, okay. Gut, ein bisschen umständlicher als ich dachte, aber geht. Kann nicht sein, dass man immer hin zurückrennen muss. Echt? Ich kann das Klopapier untersuchen? Geil. Kann ich das mitnehmen? Nee, da war das Spiel direkt ein Riegel davor. Hätte ich auch gemacht. Okay, gar nicht gruselig. Klar ziehen wir den auf. Die meisten Menschen haben nebenbei irgendwo Licht. Aha. Bei Licht an sieht man nichts. Okay. Ja, ich merk's. Verstand. Noch mehr Klopapier. Was haben wir hier Schönes? Ibuprofen. Kopfschmerzen, kann ich die lagern? Also was heißt lagern? In mein Inventar aufnehmen? Leider nein. Gut, der Rest scheint eher unwichtig. Weg damit. Wieder zu. Aha, die Lampe ist kaputt. Daher. Vermute ich jetzt mal, dass sie kaputt ist. Immerhin der Lichtschalter hier. Macht die ja nicht an oder aus. Okay, das ist ein Kinderzimmer oder sowas. Lass mich raten, das ist nur für die Lampe. Jetzt passiert. Ach, der ist hochgesprungen. Flying Eyes from Outer Space. Okay. Er wirkt mit sehr viel Dunkelheit hier zu kämpfen. Was ist das? Nichts Wichtiges. Vermutlich. Das ist noch eine Steckdose, okay. Ich sehe nichts, Leute. Eine Kiste. Aha, hier haben wir eine Lichtquelle.
war nichts weiter Wichtiges. Auch nichts. So, hier ist jetzt so dunkel. So die Kiste, ne? Okay. Wir laufen von einer Dunkelheit in die nächste. Habe ich mich im Kreis bewegt? Ja, hab ich. Ach, unser Verstand gleitet schon wieder. Die Couch. Platz für Kerzen. Ja, Kiste. Oh, okay. Wieder Bier. Oder was auch immer das für eine Dose ist. Okay, man sieht davon schlechter als im Stehen. Health Director retired from business after 45 years. Und den darf die neben der Lektion wissen. Das war jetzt nicht so spannend. So ist wie ein Lichtschalter. Hier könnten Kerzen aufgestellt werden. Ja, das wäre auch hilfreich. Ich sehe nämlich fast nur schwarz. Ja, man merkt es an der Psyche. Okay. Hier können wir auch Kerzen aufstellen, genau. Oh, wie süß ein Teddybär. Kann ich das lagern? Ach, das ist jetzt wichtig. Ah, okay. Ein heimtückischer Freund. Mhm. Ah, hier wurde mal gespeichert. Okay. Dann würde ich vorschlagen, an der Stelle. Also kurz ins Licht. An der Stelle machen wir einen kurzen Break. Und schauen dann beim nächsten Mal, wie wir weiterkommen. Ich hoffe, es war interessant. Auch wenn sehr noch nicht viel passiert ist. Außer, dass wir eine
ziemlich gruselige, leere und vor allem überaus dunkle Atmosphäre haben. Bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, hab viel Spaß und man sieht sich. Ciao.